Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes und des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Drucksache 19-6648 zu 19-6053, Berichterstatter ist der Abg. Bauer. Herr Kollege, ich bitte um Berichterstattung. Frau Präsidentin, Beschlussempfehlung. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bei Enthaltung von SPD, DIE LINKE und FDP den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19-6631 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Vielen Dank für die Berichterstattung. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Als erster Kollege hat sich Kollege Meißner von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn wir uns heute mit dem Brand- und Katastrophenschutz beschäftigen, gilt es zuerst den engagierten Kräften, die sich ehrenamtlich wie hauptamtlich tagtäglich für unser Gemeinwohl und zur Gefahrenabwehr einsetzen, ein ehrliches und aufrichtiges Dankeschön zu sagen, meine Damen und Herren. Unsere Wertschätzung wie unsere Anerkennung für diese Arbeit findet auch in der vielfältigen Förderung des Feuerwehrwesens Niederschlag. Bei den vielen Einweihungen von Gebäuden, von Fahrzeugen, auf den zahlreichen Feuerwehrfesten erfahre ich seitens der Feuerwehr immer wieder ein großes Dankeschön für die derzeitige Förderstruktur. Seit 2006 hat die CDU-geführte Landesregierung rund 105 Millionen € in die Ausstattung der Feuerwehren investiert und im Rahmen einer Ausstattungsoffensive über 30 Millionen € für die bestmögliche Ausrüstung im Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt. Aber auch im Rahmen der Gesetzgebung wird das HBKG, das Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz, in Verbindung mit dem HSOG, dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, aktualisiert und verbessert. In dem vorgelegten Gesetzentwurf der Landesregierung in Verbindung mit dem Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN werden mehrere Klarstellungen im Rahmen des Brand- und Katastrophenschutzes gefasst und so unter anderem die europäische Seveso III-Richtlinie umgesetzt. Nun zu den wichtigsten Neuerungen. Zuerst die Festlegung, dass und wie nun alle Städte und Gemeinden einen hauptamtlichen Gemeindebrandinspektor einstellen können. Mit der gefundenen Regelung wird der bisherigen Praxis weiter in Rechnung getragen, dass die ehrenamtlichen Aktiven an der Besetzung der Stelle maßgeblich mitwirken. Insofern haben die Aktiven ehrenamtlich mehrheitlich zuzustimmen, dass ein hauptamtlicher Gemeindebrandinspektor eingestellt werden soll. Durch die verpflichtende Einrichtung eines Sprechers der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen werden zudem die Interessen der Ehrenamtlichen weiterhin gewahrt. Und ich denke, so wird die Basis für ein vertrauliches Miteinander gewährleistet. Es gibt hier noch einen weiteren sehr positiven Effekt. Durch die Möglichkeit eines hauptamtlichen Gemeindebrandinspektors kann eine Entlastung der Wehrführer allgemein einhergehen. Dies kann dazu führen, dass die ehrenamtliche Besetzung der anspruchsvollen, durchaus anspruchsvollen Tätigkeit der Wehrführer auch vereinfacht bzw. verbessert werden kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die viel diskutierte Vorgehensweise in der Feststellung eines Katastrophenfalls. Hier wurde die vorgesehene Einvernehmensregelung mit dem Innenministerium in der Anhörung kritisiert. Mit der Feststellung eines Katastrophenfalles gehen weitreichende Eingriffsbefugnisse in z. B. Persönlichkeitsrechte, Eigentumsrechte etc. einher. Und so erscheint es auch sinnvoll und geboten, einheitliche Entscheidungskriterien zu gewährleisten, um zumindest hessenweit gleiche Maßstäbe vorauszusetzen. Aus diesen Gründen wird an einer Einvernehmensregelung grundsätzlich festgehalten. In dieser Ebene der Entscheidung geht es allerdings in aller Regel nicht, wie im direkten Einsatz vor Ort, um eine Entscheidung, die in Sekunden oder Minuten gefasst werden muss, um Schaden abzuwenden. Dennoch erscheint es sinnvoll, um für den Fall der Fälle Schaden abwenden zu können, eine Eilfallregelung bei Gefahrenverzug hinzuzufügen. Dies ist ein wichtiger Teil des Änderungsantrags von CDU und GRÜNE und ist eine Reaktion auf die Anhörung. Diese Lösung findet zudem eine breite Zustimmung auch seitens des Landesfeuerwehrverbandes.
Dem Hauptziel der Schadensabwehr wird man mit dieser Regelung vollumfänglich gerecht. Wichtig im Weiteren ist noch zu nennen die Möglichkeit der Kommunen, bei Schäden im Rahmen von Naturereignissen wie z.B. Hochwasser, Starkregen, Stürme etc. auf die Geltendmachung von Gebühren zu verzichten. So können besondere Herden, die oftmals bei solchen Fällen vorkommen, unbürokratischer, praxisgerechter, schneller entschieden bzw. auch gebührenbefreit werden. Bisher waren diese Einsätze grundsätzlich gebührenpflichtig, und nur in besonderen Ausnahmefällen konnte von der Geltendmachung abgesehen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Hessen hat für uns oberste Priorität. An der angesprochenen Förderstruktur und an der Wertschätzung der Feuerwehren und der anderen Hilfsdienste durch die Landesregierung und der CDU-Fraktion erkennt man, dass wir uns als Partner verstehen. Und das nicht unter dem Motto Partnerschaft ist, wenn der Partner schafft, sondern das ist in einer engen Zusammenarbeit, einem engen Austausch, beidseitiger Kompromissbereitschaft, aber letztendlich beidseitig mit dem Ziel, ein Garant für die Sicherheit in unserem Land zu sein. Ich danke nochmals den vielen Kameradinnen und Kameraden in den Freiwilligen Feuerwehren, den hauptamtlichen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern und allen Einsatzkräften im Brand- und Katastrophenschutz für ihre unermüdliche Einsatzbereitschaft und ihr enormes Engagement. Und wie hat es unser Ministerpräsident gesagt? Diese Arbeit können wir nicht bezahlen, aber anerkennen. Hierzu sicherlich in naher Zukunft mehr. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich und schließe, wie es sich gehört, Gott zu Ehr, dem Nächsten zu Wehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Meißner. Als nächster Redner spricht nun Kollege Franz von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die öffentliche Sicherheit in Hessen ist ohne die Feuerwehren nicht möglich. Das wissen die Bürgerinnen und Bürger. Deswegen kann ich mich auch dem Dank und der Anerkennung natürlich auch hier anschließen. Ich glaube, das ist sicherlich in diesem Hause Übereinstimmung. Die Novelle zum Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz hat ja schon bei Bekanntwerden des Entwurfs heftige Reaktionen hervorgerufen. Die SPD-Fraktion hat bereits am 17. April vor der Anhörung den Änderungsantrag 19-6299 gestellt, um zwei wesentliche Punkte des Gesetzentwurfs zu verändern. Diese Punkte hatten auch in der Anhörung breiten Raum eingenommen. § 34 Feststellung des Katastrophenfalles. Der Entwurf des Gesetzes sah vor, dass die Feststellung des Katastrophenfalles durch die unteren Katastrophenschutzbehörden, also Landkreise und kreisfreie Städte, nur noch im Einvernehmen mit dem Ministerium festgestellt werden kann. Stichhaltige Sachargumente dafür, dass mangelndes Urteilsvermögen vor Ort eine solche Einschränkung rechtfertige, konnten nicht vorgelegt werden. Landräte, Oberbürgermeister, Feuerwehren und die Hilfsorganisationen machten ihren Unmut Luft. Es hagelte Resolutionen, die über alle Parteigrenzen hinweg gegen diese Bevormundung durch das Innenministerium ihre Ablehnung der neuen Regelung zum Ausdruck brachten. Auch der Hessische Landkreistag hat mit den Stimmen aller Landräte parteiübergreifend dagegen Stellung bezogen. Dessen Präsident ist im Übrigen Landrat Woide aus Fulda und Mitglied der CDU. Dass der Innenminister, wie in den letzten Innenausschusssitzungen geschehen, diese Proteste als parteipolitisch motivierte Kampagne bezeichnet, setzt allerdings allem noch die Krone auf. Erst selbst eine kapitale Fehlentscheidung treffen und dann mit abstrusen Verschwörungstheorien davon ablenken. In der Anhörung gab es dann nochmals deutliche Worte. Professor Hillegard sprach für den Hessischen Landkreistag in seiner Stellungnahme von Verwunderung und Empörung über den geänderten § 34. Und der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, Dr. Ackermann, formulierte zutreffend von einer politischen Einschränkung. Nach Proteststurm, Resolutionen und der Anhörung war klar,
dass der Innenminister nur durch einen Änderungsantrag der Koalition zurückrudern würde. Die Frage war nur, mit welcher für den Innenminister gesichtswahrenden Formulierungsakrobatik würde dies geschehen. Die Antwort ist dem vorliegenden Änderungsantrag 19-6648 zu entnehmen. Bei Gefahr im Verzuge kann jetzt die untere Katastrophenschutzbehörde den Eintritt des Katastrophenfalles ohne Beteiligung der obersten Katastrophenschutzbehörde feststellen. Über so viel Sprachkreation kann man wirklich nur noch schmunzeln. Der Begriff Katastrophe ist in § 24 HBKG klar und findet sich auch im Katastrophenschutzgesetz des Landes wieder. Er heißt wie folgt: Katastrophe im Sinn dieses Gesetzes ist ein Ereignis, das Leben, Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung, Tiere, erhebliche Sachwerte oder die natürlichen Lebensgrundlagen in so ungewöhnlichem Maße gefährdet und beeinträchtigt, dass zur Beseitigung die einheitliche Lenkung aller Katastrophenschutzmaßnahmen sowie der Einsatz von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes erforderlich sind. Die Definition impliziert nach allgemeinem Verständnis immer Gefahr im Verzuge. Hessen hat also mit dieser neuen Formulierung in § 34 ein echtes Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. In Hessen gibt es Katastrophen mit Gefahr im Verzuge und solche, die bei den Behörden durchaus mit etwas Zeit bearbeitet werden können. In Wahrheit und in der Praxis bedeutet es aber, dass im Grunde genommen der alte Zustand des § 34 für die unteren Katastrophenschutzbehörden mit dieser Deutungsakrobatik wiederhergestellt worden ist. Auf Umwegen ist damit auch der SPD-Antrag in diesem Punkt erfüllt. Die Festlegung des § 12 haben ebenfalls zu Widerspruch geführt. Vorgesehen war die Option, dass Gemeinden mit eigener Bauaufsicht die Option zur Bestellung hauptamtlicher Gemeindebrandinspektoren haben. Unsere Kritik entzündet sich daran, dass in einem solchen Fall den Feuerwehren lediglich das minimale Beteiligungsrecht der Anhörung eingeräumt werden sollte. Ein krasser Affront gegen die demokratischen Gepflogenheiten in den Feuerwehren und auch keine gute Voraussetzung für eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Wir waren und sind der Auffassung, dass eine solche Stellenbesetzung nur im Einvernehmen mit den Feuerwehren geschehen kann. In der Anhörung hat auch Dr. Ackermann vom Landesfeuerwehrverband auf die Defizite des Entwurfs im Hinblick auf das demokratische Grundverständnis und das Erfordernis echter Beteiligung der Feuerwehren verwiesen. Im Änderungsantrag der Koalition heißt es jetzt, eine Besetzung durch den Gemeindevorstand erfolgt mit Zustimmung der Mehrheit der aktiven ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen. Nach meinem Sprachgebrauch ist im Einvernehmen, so wie wir es im SPD-Antrag formuliert hatten, und mit Zustimmung, das ist doch alles identisch, es ist nur eine andere Formulierung. Dass nun alle kreisangehörigen Gemeinden diese Option der hauptamtlichen Stellenbesetzung haben sollen, ist eine richtige Antwort auf die gegenwärtigen Probleme. Es wird immer schwieriger, diese verantwortungsvollen und zeitintensiven Führungsposten ehrenamtlich zu besetzen. Auch hier müssen die Feuerwehren erst zustimmen, und falls ja, dann ist ein Sprecher der Feuerwehren für deren Interessenwahrnehmung zu wählen. Damit sind die Feuerwehren von Anfang an mit im Boot. Das ist gut und zwingend geboten. Die Regelung in § 61, der die Kostenpflicht der Leistungserbringer im Rettungsdienst oder beim Krankentransport vorsieht, wird meiner Meinung nach ohne juristische Auseinandersetzungen kaum zu bewältigen sein. Die sieht Innenminister Beuth allerdings anders. Zu dieser Auffassung kann man allerdings nur kommen, wenn die Weitergabe der zusätzlichen Kosten durch die Leistungserbringer an die Kostenträger, also die Krankenkassen, ausgeblendet werden. Die Leistungserbringer müssen zahlen, aber sie könnten auf den Kosten sitzen bleiben. Dazu liegen bereits Urteile von Verwaltungsgerichten vor. Die AOK Hessen hat auf meine Nachfrage hin durch ihre Rechtsabteilung Folgendes mitgeteilt. Frau Präsidentin, ich darf zitieren. Nach unserer Rechtsauffassung nach handelt es sich bei den von Ihnen beschriebenen Einsätzen grundsätzlich um Einsätze nach § 61 Absatz 6 des HBKG. Demnach ist für die Rettung und auch für Bergung von Menschen aus Gefährdungssituationen die Feuerwehr bzw. der Katastrophenschutz zuständig, sodass für diese Leistungen
von den Krankenkassen weder Gebühren noch Ersatz eingefordert werden kann. Herr Minister, ich weiß daher nicht, woher Sie Ihre absolute Sicherheit nehmen, dass dies alles ohne Rechtsstreitigkeiten zu vollziehen ist. Aber vielleicht können Sie dazu noch einmal kurz Stellung nehmen. Zum Schluss noch eine Bemerkung zu unserem Abstimmungsverhalten. Inhaltlich ist vieles verbessert und auf den letzten Drücker in die richtige Richtung gebracht worden. Allerdings ist der Umgang von Schwarz-Grün mit unseren konstruktiven Änderungsanträgen jedoch mit parlamentarischer Arroganz und Überheblichkeit geprägt. Aus dem Grunde werden wir uns bei der Verabschiedung dieses Gesetzes der Stimme enthalten. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Franz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Greilich für die FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke, dass ich die Redezeit nicht ausnutzen muss. Kollege Franz hat schon sehr viel Zutreffendes zu dem Thema gesagt. Es wäre alles relativ einfach gewesen, entweder wenn Sie nicht von vornherein die beiden problematischen Passagen in Ihren Gesetzentwurf aufgenommen hätten, der ansonsten ja völlig einvernehmlich zu sehen ist, im Wesentlichen jedenfalls, oder wenn Sie dann sehr schnell reagiert hätten und gesagt hätten, okay, die Sozialdemokraten haben einen sinnvollen Änderungsantrag vorgelegt. Das übernehmen wir einmal so, auch wenn SPD draufsteht. In der Sache ist es richtig, was die SPD beantragt hat. Und die Anhörung hat es ja nun auch durchgängig bestätigt, dass die einhellige Kritik an Ihrer Vorlage in diesen beiden wesentlichen Punkten ist jetzt aufgenommen. Ich finde, es ist nicht so gut aufgenommen, wie es die SPD formuliert hat. An einer Stelle läuft es wirklich aufs Gleiche raus. Das ist die Frage der Beteiligung der Ehrenamtlichen an der Entscheidung, ob die Stelle eines Stadtbrandinspektors hauptamtlich besetzt wird oder nicht. Das war ein Affront gegenüber ehrenamtlichen Feuerwehrleuten, was Sie in Ihrem Gesetzentwurf vorgelegt hatten. Zum Glück haben Sie darauf gehört und jetzt eine Formulierung, die sehr hölzern und gesetzestechnisch auch nicht besonders schön daherkommt, die aber inhaltlich das regelt, was die Sozialdemokraten richtig formuliert hatten. Insofern, wenn Sie das auch im zweiten Fall gemacht hätten, könnte man zustimmen. Da bin ich ein bisschen anderer Auffassung als der Kollege Franz. Das, was hier jetzt vorgesehen ist für den Fall der Ausrufung des Katastrophenschutzes, ist schon eine Veränderung. Nun könnte man, und das ist juristisch durchaus vertretbar, Herr Kollege Franz, zu Ihrer Interpretation kommen. Na ja, es ist ja eigentlich doch das Gleiche. Nur, wie ich aus der Praxis der Rechtsprechung, der Rechtsanwendung weiß, gibt es Menschen, die unterstellen uns als Gesetzgeber, dass wir uns etwas denken bei dem, was wir machen. Und wenn wir uns etwas denken bei dem, was wir machen, dann wird man sich überlegen, na ja, gut, wenn das da noch einmal extra drinsteht, mit Einvernehmen nur dann nicht, wenn Gefahr im Verzug ist, dann wird sich der Gesetzgeber etwas dabei gedacht haben. Da muss das ein anderer Fall sein als der von Ihnen beschriebene allgemeine Katastrophenfall, wo man in der Tat annehmen sollte, da ist Gefahr im Verzug. Nein, worum es hier geht, ist Rechthaberei. Das ist offensichtlich das Thema der Koalition, des Innenministers. Die Vorgeschichte kennt ja nun jeder. Es geht darum, dass der Parteifreund Cyriax sich seinerzeit im Jahre 2015 seiner Zuständigkeit und Kompetenz als Landrat bewusst war und gesagt hat, okay, ich habe hier einen Katastrophenfall, dann stelle ich ihn auch fest, zum Ärger des Innenministers, zum Ärger des Innenministeriums, zum Ärger dieser Landesregierung. Und das wollte man für die Zukunft vermeiden. Deswegen jetzt dieser verunglückte Vorschlag zu einer Gesetzesänderung. Meine Damen und Herren, das ist ein Weg, der nicht gut ist. Auch hier haben die Sozialdemokraten das aufgegriffen, was der Landesfeuerwehrverband in seinen ersten Stellungnahmen schon sagte, nämlich hier brauchen wir Wiesbaden nicht. Das ist das wörtliche Zitat von Herrn Dr. Weltecke. Hätten Sie auf ihn gehört, hätten Sie diesen Fehler nicht gemacht, dann hätten wir sogar dem Gesetzentwurf zustimmen können. So müssen wir uns enthalten, weil bei der Frage Feststellung des Katastrophenfalles Sie nach wie vor etwas verschlimmbessern an einem Gesetz, das an sich gut ist.
Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. – Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Goldbach von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte auf einige Punkte eingehen zu dem Änderungsantrag von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der CDU. Wir haben eben schon gehört, ehrenamtliche Besetzung der Funktion Gemeindebrandinspektorin soll auch für Gemeinden möglich sein, nicht nur für Städte. Das ist eine sinnvolle Änderung noch einmal. Aber der Kollege Greilich sprach eben zuletzt über die Einvernehmensregelung Katastrophenfall. Und ich denke, es lohnt sich, darüber doch noch einmal ein paar Worte zu verlieren. Die Einvernehmensregelung wird weiterhin für erforderlich gehalten. Und das hat Gründe. Wie wir wissen, hat ein Landrat immer zwei Hüte auf. Er ist ein Verwaltungsorgan mit Doppelfunktion. Er ist der Hauptverwaltungsbeamte des Kreises, der Gebietskörperschaft, aber gleichzeitig auch der Leiter der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde. Und in dieser Funktion führt er staatliche Aufgaben aus. Und zu diesen staatlichen Aufgaben, die er ausführt, gehört auch Katastrophenschutz. Und wenn nun der Katastrophenfall ausgerufen wird, dann sind auf Anforderung der Einsatzleitung erhebliche und weitreichende Eingriffe in das Vermögen von Privatpersonen und Gewerbetreibenden zulässig. Das sind dringend benötigte Hilfsmittel, insbesondere Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, bauliche Anlagen, Einrichtungen oder Tiere, die zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr oder zur Beseitigung einer öffentlichen Notlage geeignet sind und erforderlich sind, von jeder Person bereitzustellen. Weiterhin dringend benötigtes Verbrauchsmaterial, insbesondere zur Bekämpfung und zur Verhütung der weiteren Ausdehnung von Schadensereignissen, Betriebs- und Brennstoffen sowie Lebensmittel von den damit Handeltreibenden und den Inhabern von Gewerbebetrieben bereitzustellen. Drittens. Bei großflächigen Evakuierungen sind Beherbergungsstätten oder sonstige geeignete bauliche Anlagen zur Unterbringung evakuierter Personen von den Eigentümerinnen und Eigentümern, Besitzerinnen und Besitzern oder den Nutzungsberechtigten bereitzustellen, zur Verfügung zu stellen. Also, wir sehen hier, im Katastrophenfall gibt es erhebliche Eingriffe in das Privatvermögen und das gewerbliche Vermögen. Und das rechtfertigt doch unserer Ansicht nach, dass im Katastrophenfall der Landrat, der in diesem Fall Auftragsverwaltung macht, das Einvernehmen mit der obersten Landesbehörde herstellt. Trotzdem aber haben wir eine Änderung aufgenommen in unserem Änderungsantrag, nämlich dass wir diese Eilfallregelung hineingenommen haben. Und, Herr Kollege Greilich, das ist nicht Rechthaberei, sondern das ist einfach der Grund dafür, ist, es gibt Situationen, in denen tatsächlich Gefahr im Verzug ist. Dann ist die Frage, was ist denn überhaupt Gefahr im Verzug? Sie als Jurist können das sicherlich beantworten. Es können z. B. Situationen sein, in denen es rein zeitlich nicht möglich ist, dieses Einvernehmen schnell herzustellen. Das kann nachts sein, das kann am Wochenende sein. Oder es kann überhaupt eine sehr kritische Situation sein, die eben sofortiges Handeln erfordert. Also, Gefahr im Verzug ist definiert, vor allem zeitlich. Für diesen Fall gilt eben, dass der Katastrophenfall sofort ausgerufen werden kann, ohne dass vorher das Einvernehmen mit der Oberstbehörde hergestellt werden muss. Wir finden, das ist ein guter Kompromiss. Der wurde im Übrigen ja auch zusammen mit den Kommunalen Spitzenverbänden erarbeitet. Und Sie haben diesem Kompromiss auch zugestimmt. Wir haben noch ein paar kleinere Änderungen, die auch sehr sinnvoll sind, nämlich dass der Begriff Beschäftigte nicht alles erfasst hat, was an Personen dort tätig ist, sondern dass alle abhängig tätigen Personen zu subsumieren sind. Dann haben wir noch eine Begriffsänderung, nicht Naturgefahren, sondern Schadensereignisse, weil es darum geht, dass die Bereitstellungspflicht von Bindemitteln bei Gefahrgutaustritten sonst nicht mit erfasst wäre. Und dann noch einmal eine Ergänzung, wer ist zu verständigen. Und dann haben wir da noch einmal ergänzt, nicht nur Mobiltelefone, sondern die erweiterte Nennung der Erreichbaren um die Angabe der E-Mail-Adresse und sonstige Kommunikationsverbindungen. Denn wir wissen ja heute, dass man per WhatsApp, per Trema und sonstige soziale Netzwerke erreichbar ist. Also ist klar, auf allen Verbindungswegen müssen die Leute auch erreichbar sein.
So, und dann haben wir eben noch einmal die Frage, welche Einsätze sind gebührenpflichtig. Wir wissen, wenn es zu einer Schadenslage aufgrund von Naturereignissen kommt, dann sind die Einsätze grundsätzlich gebührenpflichtig. Und es gibt nur diese Ausnahmen, wenn es sich um eine Katastrophe infolge von Naturereignissen handelt, eine besondere Härte vorliegt oder wenn eben auf Grundlage des Verweises auf das Kommunalabgabengesetz eine Stundung, ein Erlass oder eine Niederschlagung möglich sind, nur unter diesen Voraussetzungen dann nicht. Also, um den besonderen Anforderungen des Einzelfalls eben bei einem Schadensereignis gerecht werden zu können, soll den Kommunen die Möglichkeit eröffnet werden, von der Geltendmachung der Gebühren auch abzusehen. Das sind die wesentlichen Änderungen. Ich finde, diese Änderungen machen unseren Gesetzentwurf noch besser. Und wir können ihn bestimmt heute zusammen verabschieden. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will nur wenige Anmerkungen machen. Das meiste ist ja schon angesprochen worden. Es handelt sich ja hier um ein sinnvolles Gesetz, zu einer notwendigen Änderung und so weiter. Dennoch will ich an dieser Stelle auch sagen, dass ich zumindest überrascht war, wie massiv seinerzeit bei der Anhörung die Kritik des Landesfeuerwehrverbandspräsidenten zu dieser Regelung hier, die jetzt angesprochen wurde und die ja mit dem Änderungsantrag jetzt auch geändert wurde aufgrund der Anhörung, doch vorhanden war. Warum hat mich das so überrascht? Weil es sich ja hier um ein Regierungsgesetz handelt. Und bei Regierungsgesetzen gehe ich davon aus, dass es eine Anhörung, eine Regierungsanhörung gegeben haben muss, die natürlich sozusagen auch dann logischerweise mit dem Landesfeuerwehrverband über entsprechende Formulierungen diskutiert und geklärt wurde. Offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, ist dies aber nicht in dem Maße passiert, wie es üblich ist und wie ich das erwarten würde von einer Landesregierung, bevor sie einen entsprechenden Gesetzentwurf einbringt. Und deshalb kam es ja zu der massiven Kritik im Hinblick auf den § 12 Absatz 4, der jetzt geändert wird. Wir finden es richtig, dass die ehrenamtlichen Polizeikräfte bei der Entscheidung über den Einsatz und auch die Person einer hauptamtlichen Einsatzkraft dann auch mitentscheidet. Und insoweit begrüßen und unterstützen wir natürlich auch diesen Änderungsantrag. Der zweite Punkt, die Feststellung des Katastrophenfalles, auch das ist ja schon hier angesprochen worden, ist ja durchaus heikel. Ich kann auf der einen Seite sehr wohl nachvollziehen, dass es den Innenminister seinerzeit nicht nur wegen den finanziellen Auswirkungen, sondern vor allen Dingen auch wegen dem politischen Schaden, der entstanden ist durch die Ausrufung des Katastrophenfalls im Main-Taunus-Kreis im Hinblick sozusagen auf die Flüchtlingsunterbringung, ja, also die Flüchtlinge in Verbindung mit Katastrophe und so weiter, das hat dann natürlich schon Geschmäckle, dass das sozusagen das so nicht geht. Auf der anderen Seite finde ich natürlich, dass der Protest, der ja sehr massiv jetzt gekommen ist, nicht nur von den Landräten, sondern von den Kreistagen auch, im Hinblick darauf, dass man ihnen schlichtweg die Kompetenzen für diese Feststellung wegnehmen wollte, was auch im Akutfall ja ein Problem ist, wenn erst Rücksprache genommen werden musste. Denn das war ja bisher nicht vorgesehen und ist jetzt erst im Änderungsantrag angesprochen worden, dass das durchaus auch ein Problem ist. Also auch dies hätte man sicherlich sinnvoll und solidarisch mit allen Landräten Betroffenen in der Regierungsanhörung auch besprechen sollen. Auch hier ist es manchmal sinnvoller, nicht nur, sage ich mal, über die kommunalen Spitzenverbände, sondern möglicherweise auch in so einem Fall direkt die Betroffenen in eine entsprechende Evaluierung einzubeziehen. Das ist unser Kritikpunkt. Es ist gut, dass das jetzt ausgeräumt wurde durch den Änderungsantrag. Den Änderungsantrag unterstützen wir auch. Das ist gar nicht die Frage. Der steht aber heute ja nicht mehr zur Abstimmung. Dennoch
will ich an einer Stelle noch einmal zum Abschluss darauf hinweisen. Es ist ja jetzt auch im Gesetz noch einmal geregelt worden, dass die Kommunen für den Erhalt und die Gewinnung einer ausreichenden Zahl von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen verantwortlich sind oder das unterstützen sollen, unterstützen und fördern sollen. Das ist sicherlich richtig, weil wir durchaus auch Sorge haben, dass perspektivisch sozusagen die Zahl der Einsatzkräfte weiter sinkt. Und das ist ein Problem in vielen Kommunen, wo es nur ehrenamtliche, überwiegend ja gibt es ja nur ehrenamtliche Feuerwehrkräfte gibt. Auf der anderen Seite darf man die Kommunen natürlich damit auch nicht alleine lassen. Also alleine diese Formulierung im § 10 des Gesetzes jetzt aufgenommen, führt noch nicht dazu, sozusagen, dass das umgesetzt werden kann, sondern es ist eher eine Betonung einer bestehenden Verantwortung, dann auch noch einmal festgeschrieben im Gesetz. Aber unsere Auffassung wäre durchaus an dieser Stelle, die Kommunen da nicht alleine zu lassen, sondern sie auch weiterhin aktiv oder noch aktiver zu unterstützen. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Schaus. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bedauere ein bisschen, dass wir ein Einvernehmen zu diesem Gesetzentwurf nicht herstellen können, weil bei den vielen Fahrzeugübergaben und Einweihungen von Feuerwehrhäusern immer betont wird, dass wir doch hier im Hessischen Landtag in diesen Fragen gemeinschaftlich und gemeinsam sozusagen arbeiten. Deswegen verstehe ich nicht, wenn man sich diesen Regelungen, die wir jetzt getroffen haben, schon eigentlich inhaltlich anschließt, warum man dann dem Gesetzentwurf nicht zustimmen will. Aber das müssen Sie erklären am Ende. Das muss ich nicht machen. Ich will mich sehr herzlich bedanken für das Dankeschön auch für unsere Feuerwehrleute im Lande, was hier zum Ausdruck gekommen ist. Und will mich seitens der Hessischen Landesregierung dem ausdrücklich anschließen. Und ich schließe in diesen Dank nicht nur die 70.000 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren und die Katastrophenschützer darüber hinaus ein, sondern ich schließe dort auch die Kommunen ein. Sie sind der Aufgabenträger im Bereich des Brandschutzes, und die Kommunen leisten dort in unserem Lande auch Herausragendes in der Sicherstellung des Brandschutzes. Und ich finde, es tut uns gut hier im Hessischen Landtag, wenn wir auch gelegentlich daran erinnern, dass in dem HBKG, was auch heute eben wieder verabschiedet werden soll, dass dort eben festgelegt ist, dass die Kommunen die Aufgabenträger sind. Sie tun das in einer herausragenden Weise mit enormen finanziellen Mitteln. Und dafür, finde ich, sollten wir ebenfalls sehr, sehr dankbar sein. Und in den Dank will ich einbeziehen, das darf ich tun, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hessischen Innenministeriums aus der Abteilung 5, die nicht nur bei diesem Gesetzgebungsverfahren, sondern auch bei den vielen, vielen Förderanträgen, bei den vielen, vielen Unterstützungsleistungen, die wir den Städten und Gemeinden, den Feuerwehren, der Jugendfeuerwehr insgesamt zuteilwerden lassen. Das ist ein enormer Aufwand. Das ist mit viel, viel, mit sehr viel Arbeit verbunden. Das weiß ich. Ich will das gleich an wenigen Zahlen noch illustrieren. Deswegen auch Ihnen, Herr Milberg, und Ihrer Truppe ein herzliches Dankeschön, was Sie dort im Hause für uns alle leisten. Meine Damen und Herren, zu diesen Leistungen gehört eben nicht nur die Evaluierung eines HBKG, da gehört nicht nur dazu, dass wir darauf achten müssen, dass wir dort, das ist eigentlich der fast wesentlichste Punkt, die Seveso III-Richtlinie entsprechend verankert haben, sondern es gehört eben in unserem Hause mit dazu, dass wir die Städte und Gemeinden, und da bin ich bei Ihnen, Herr Schaus, eben gerade nicht alleine lassen bei ihrer Aufgabenbewältigung nach dem HBKG. Wir haben alleine in diesem Jahr, Kollege Meißner hat ja einmal eine große Bilanz gezogen. Alleine in diesem Jahr haben wir 49 bauliche Maßnahmen, 248 Fahrzeuge im Rahmen von Förderanträgen unterstützt, 9,9 plus 14,4
gut 24,3 Millionen €, die in diesem Jahr an Förderanträgen alleine für die Städte und Gemeinden ausgesprochen worden sind, damit sie die Aufgabe bewältigen können. Das musste alles gemacht werden und geleistet werden. Da kann man einmal sehen, was wir an Unterstützung leisten. Und ganz im Gegenteil, wir lassen gerade eben niemanden alleine mit dieser Aufgabe, meine Damen und Herren. Man hätte sich dieser Frage, die hier diskutiert worden ist, zum Thema Einvernehmensregelung natürlich auch fachlich, sachlich nähern können. Ich räume ein, in einem Wahlkampfjahr ist das wahrscheinlich dann doch zu verlockend, sich dann in der Form einzulassen, wie der Kollege Greilich und der Kollege Franz das gemacht haben. Aber Herr Kollege Greilich, Sie haben Herrn Welticke, glaube ich, zitiert. Der hat gesagt, oder Sie haben ihn zitiert mit den Worten, wir brauchen Wiesbaden nicht bei der Ausrufung des Katastrophenfalles. Darum ging es. Wir brauchen Wiesbaden nicht. Doch die Erwartung der Katastrophenschutzbehörden auf Kreisebene ist bei Ausrufung des Katastrophenfalls, dass Wiesbaden die Rechnung bezahlt. Und deswegen finde ich es nur angemessen, dass Wiesbaden in diesem Fall, um bei den Begrifflichkeiten zu bleiben, dann wenigstens sozusagen bei der Entscheidung, ob der Katastrophenfall ausgerufen wird, eben mitbeteiligt ist. Das halte ich in der Tat für wichtig und für wesentlich. Und deswegen ist es eine fachliche und eine sachliche Frage gewesen, die wir hier im Gesetz verankert haben. Wir haben landeseinheitliche Maßstäbe. Es ist schon etwas darüber gesagt worden, dass erhebliche Eingriffsbefugnisse mit der Ausrufung des Katastrophenfalles verbunden sind. Deswegen finde ich es wichtig, dass die oberste Katastrophenschutzbehörde frühzeitig eingebunden wird, dass am Ende ein Einvernehmen zwischen dem Landkreis und dem Land hergestellt wird, um dann gemeinsam auch diese Entscheidung, diese weitreichenden Entscheidungen in das Land zu tragen. Ich halte das nach wie vor für wichtig. Wir haben jetzt im Interesse oder im Interesse der Landkreise, der Kreisbrandinspektoren, aber auch durch den entsprechenden Vortrag gesagt, wenn es zu einer Situation kommen sollte, die fast kaum denkbar ist, aber wenn es zu einer Situation kommen sollte, wo sozusagen die oberste Katastrophenschutzbehörde nicht gefragt werden kann, dann ist in der Tat der Landkreis selbst Mann oder Frau genug, um die Entscheidung zu treffen. Ich glaube, dass es ein guter Kompromiss ist, den wir hier gefunden haben. Der ist im Gesetz verankert. Er ist von allen gut geheißen worden. Ich weiß nicht, warum man dann am Ende dem Gesetz nicht zustimmen kann, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, bei der Frage der Wahl und der Bestellung von hauptamtlichen Gemeinde- oder Stadtbrandinspektoren, da räume ich jetzt ein, da bin ich sehr konservativ dran gegangen, aber auch im Interesse. Ja, Frau Kollegin Wissler, hören Sie vielleicht noch eine ganz kurze Sekunde zu. Sehr konservativ deswegen drangegangen, weil für mich die Autonomie der Feuerwehren von einer sehr, sehr großen Bedeutung ist. Das heißt, die Feuerwehren selbst entscheiden darüber, wer sie anführt. Das ist eine große Tradition in unserem Land. Und deswegen bin ich sehr zurückhaltend an eine entsprechende Veränderung herangegangen. Deswegen sind wir auch hingegangen und haben es nicht für alle Städte und Gemeinden offen aufgemacht, sondern wir haben es eben nur für eine bestimmte Größenordnung sozusagen eröffnet, dass wir hauptamtliches Personal dort vorsehen. Aber wir haben in der Debatte gehört, dass die Feuerwehren selbst an dieser Autonomie sozusagen zwar festhalten wollen, aber nicht in dieser Massivität, wie ich das sozusagen selbst erwartet habe. Das räume ich ein. Deswegen sind wir nunmehr hingegangen und haben gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband gesagt, okay, wir öffnen die Möglichkeit auf der Ebene der Städte und Gemeinden, dass man hauptamtliche Stadtbrandinspektoren, Gemeindebrandinspektoren bestellen kann. Aber es muss eben unter Zustimmung der Feuerwehren laufen, ein Mechanismus, den wir dort eingebaut haben, um diese Autonomie der Feuerwehren, die sich selbst ihren Chef sozusagen aussuchen können muss und nicht vom Gemeindevorstand sozusagen bestimmt werden soll, um das entsprechend abzusichern. Ich finde, ein guter Kompromiss, den wir gefunden haben, im Interesse der Feuerwehren, auf Wunsch der Feuerwehren. Warum Sie dem Gesetz am Ende nicht zustimmen, bleibt mir nach wie vor sehr, sehr schleierhaft, meine Damen und Herren. Herr Minister, ich erinnere Sie an die Redezeit der Fraktion. Deswegen komme ich auch zu dem letzten Punkt der Frage der Tragehilfe. Es ist in Ordnung, wenn Sie mit der AOK telefonieren, Herr Kollege Franz, aber Sie müssen dann auch um den richtigen Sachverhalt sich kümmern. Es geht bei der Frage der Tragehilfe darum, dass wir
nicht Menschenrettung im Fokus haben, sondern es geht um den Krankentransport. Es geht dann darum, wenn die Feuerwehr Amtshilfe leistet, um einen zum Beispiel adipösen Menschen aus einer Situation zu transportieren, abzutransportieren, um ihm medizinische Versorgung zuteilwerden zu lassen. Das ist der Regelungsfall, den wir, oder der Regelungsgehalt des Paragraphen jetzt im HWKG. Das ist sozusagen die Rechtsgrundlage. Dass damit nicht alles streitfrei ist, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber die Kommunen haben jetzt eine Rechtsgrundlage, auf der sie sich, oder mit der sie sich dann eben auch an die Leistungserbringer sozusagen dann wenden können, um diese entsprechenden Transporte abzurechnen. Im Großen und Ganzen ein Gesetzentwurf, der, wie ich hier gehört habe, viel Zustimmung erfahren hat, der aus welchen Gründen auch immer dann nicht von allen mitgetragen wird. Ich bedauere es noch einmal, freue mich aber, wenn die Regierungsfraktionen dem zustimmen. Es entspricht der Tradition, dass wir hier im Hessischen Landtag in diesen Fragen des Feuerwehrwesens eigentlich immer gemeinsam handeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit lasse ich jetzt über die eine Wortmeldung. Wer? Herr Kollege Franz? Ja, dann bitte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte es nicht unnötig verlängern, aber ich habe jetzt wirklich doch noch einmal die Frage, weil der Minister eben das so formuliert hat. Es geht nur um den Krankentransport, hat er gesagt. Aber im Gesetz steht drin, der Leistungserbringer im Rettungsdienst oder beim Krankentransport. Das steht hier. Und das ist eigentlich nicht das, was Sie eben hier ausgeführt haben. Deswegen halte ich die Fragestellung, die ich vorhin formuliert habe, nach wie vor für berechtigt. Vielen Dank, Herr Kollege Franz. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann lasse ich jetzt über den Gesetzentwurf der Landesregierung abstimmen. Ich bitte doch um etwas Ruhe. Wir sind jetzt in der Abstimmung. Ich lasse abstimmen über den Gesetzentwurf Drucksache 19/6648 zu 19/6653. Wer diesem Gesetzentwurf der Landesregierung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die SPD, FDP, Linke und Frau Kollegin Öztürk. Und somit ist dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung beschlossen worden und auch zum Gesetz erhoben worden. Vielen Dank.